Ja, Leute, herzlich willkommen zurück bei Monkey Island. Machen Sie mich zum besten Schwertmeister von Monkey Island. Meinst natürlich den Schwertmeister ausgeschlossen. Oh Gott, wie hab ich denn gesprochen? Nein, eingeschlossen. Ich will der Beste sein. Besser als der Schwertmeister? Du! Du könntest nicht mal halb so gut wie Clara werden. Oder Carla. Selbst mit stundenhartem Training. Ich erinnere mich, wie Carla und ich im Port Royal von Truppen eingeschlossen hatten uns. Es sah aus, als seien unser Ende. Doch dann sagte Clara, aber ich schweife vom Thema ab. Du bist einfach nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt. Doch, das bin ich. Bist du nicht? Bin ich doch. Bist du nicht? Bin ich doch. Ich mag deinen Kampfgeist. Ich tu, was ich kann. Natürlich kostet das eine Kleinigkeit. Hast du das Schild gelesen? Für einen großen Job wie diesen verlange ich 30 Goldstücke. Wie viel hast Okay. Ich habe die 30 Goldstücke. Dann sind wir uns ja einig. Dann lass mal dein Schwert sehen. Okay, sehen Sie mal. Ja, das ist ganz nett. Lass uns loslegen. Okay, du Weichling. Zieh dein Schwert und zeig, was du drauf hast. Ja. Bursche, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Normalerweise verschwende ich meine Zeit nicht mit Ungeziefer wie dir. Aber durch diese LeChuck-Affäre gehen die Geschäfte eher schlecht. Also habe ich keine Wahl, ich brauche das Geld. Ja, ich sehe, wir müssen ein paar spezielle Maßnahmen ergreifen. Nur damit du es weißt. Das mache ich nicht mit jedem. Ich tue das wegen dieser speziellen Schüler-Lehrer-Goldstück-Bindung, die ich zwischen uns fühle. Ich lasse dich antreten gegen die Maschine. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Maschine? Wird das wehtun? Oh ja, geil, das Ding. Huch. Geh auf mich los. Keine Angst, du kannst mir nicht wehtun. Ja, aber mir oder... Benutze Rückhand gegen die Vorhand. Benutze deine Rückhand gegen die Vorhand. Benutze deine Rückhand gegen die Vorhand. Pass auf deine Beinarbeit auf. Gott, der Typ erinnert mich so an meinen Lehrer, an meinen ehemaligen. Langsam kriegst du den Bogen raus. Und er geht mir auf den Sack. Nicht schlecht, du bist gut in Form. Nun eröffne ich dir die wahre Geheimnis des Schwertkampfs. Schwertkampf ist wenig wie Liebe. Es sind nicht immer die Taten, sondern die Worte, die zählen. Jeder blöde Pirat kann ein scharfes Stück Metall durch die Luft schwingen. Aber die Profis, die erledigen ihre Gegner mit einer Beleidigung. Eine, die sie völlig aus der Fassung bringt. Siehst du, Bursche, dein Verstand muss doppelt so scharf sein wie dein Schwert. Lass es uns mal ausprobieren, ja? Okay. Stell dir Folgendes vor. Wir kämpfen gegen eine Übermacht. So wie Carla und ich im Port Royal. Es gibt eine kleine Pause im Kampf und dein Gegner sagt, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Dann antwortest du mit, deine Mutter aber auch, komm, deine Mutter aber auch. Nein, doch, komm hier, deine Mutter aber auch. Deine Mutter. Ey, scheiße, verklickt, nein! Das kannst du nicht wirklich schrecken. Ich sehe, wir müssen noch eine Menge lernen. Ja, deine Mutter kämpft auf wie Bauer. Du sollst antworten mit etwas wie passen, du kämpfst wie eine Kuh. Ja, toll, habe ich nicht ausgewählt. Verstanden! Es ist messerscharfer Verstand, der den Kampf gewinnt. Probieren wir es nochmal. Stell dir Folgendes vor. Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Mein Schwert hat dir zwei Schnitte im Gesicht verpasst. Ich sage, mein Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik. Dann antwortest du mit, komm jetzt aber, deine Mutter aber auch. Deine Mutter aber auch, genau. Ich sehe, du hast noch leichte Probleme. Seufzt. Die richtige Antwort zu, mein Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik, wäre etwas gewesen wie,
dann fuchtel ich damit rum wie mit einem Staubwedel. Stehst du? Messerscharf. Nun schlage ich vor, dass du draußen ein paar Beleidigungen lernst. Ich werde das Gefühl nicht los, dass man mich eingelegt hat. Wahrscheinlich fühlen sie sich jetzt ähnlich. Der hat gerade mit uns geredet, wo? Oh fuck it, wie geil. Wie geil das Spiel ist. Ja, komm, der Schwertmeister an meinen. Wo stellen wir uns denn mal hin? Egal. Nein, nicht. Warum hab ich nur. Hä? Hab ich doch gar nicht hingeklickt. Stellen wir uns mal ein. Komm. Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Die Piraten werde ich alle nach gleich sprechen, weil es werden verdammt viele sein, so wie ich das kenne. Mein Name ist Guybrush Threepwood, du bist des Todes. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Dann mach nicht damit rum wie mit dem Staubwedel. Die Kampfszene, ey. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Ja. Du hast mir ja gerade nur dieselbe die Antwort gegeben. Dann mach nicht damit rum wie mit einem Staubwedel. Ist alles besser wie im Teil 2 oder 3. Ab da muss man nämlich reimen. Das ist voll für den Arsch. Finde ich jetzt. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Ich schaudere. Gott, der kommt nicht mal die Antwort darauf. Junge, bist du hässlich? Allein der Versuch, mich so zu beleidigen, ist beleidigend. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Die Antwort habe ich, glaube ich, noch. Ja, ich gebe nicht auf. Oh ja? Vielleicht, ja doch, ich hätte aufgeben sollen. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Ja, hätte ich doch aufgeben können. Ja, nächster. Geh mich aus dem Weg oder ich schneid dir durch. Mein Name ist Guybrush Threepwood, du bist des Todes. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Auch bevor sie deinen Atem riechen. Richtig. Schöne Antwort. Jeder kennt dich doch als unerfahrener Dummkopf. Ich bin besser als du. Meine Namen im Gesicht stammen von einem harten Kampf. Ich habe jetzt eh verloren. Ich gebe auf. Du hast gewonnen. Ja, bevor ich jetzt wieder diese Endsequenz... Kostet nur Zeit. Und ich muss ja schnell machen. Was willst du, Dreckschrubber? Schon mal gemerkt, wie ähnlich... Ja, okay, das werde ich noch nicht anwenden können. Weil mein Name ist Guybrush Threepwood, du bist des Todes. Das kann ich nicht anwenden, weil... Ich brauche Zeit. Ich habe meine Narbe im Kampf... mein Narbe im Gesicht stammt von einem harten Kampf. Aha, mal wieder in der Nase gebohrt, wie? Ja, wie gesagt, ich muss halt im Blood Race, ich muss so schnell wie möglich. Trägst du immer noch Windeln? Gott. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Niemand wird mich verlieren sehen. Du auch nicht. Ich habe jetzt eh verloren. Ich gebe auf. Du hast gewonnen. Es geht schneller. So. Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Jo, mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Mal wieder. Die Antwort habe ich. Okay. Niemand wird mich verlieren sehen. Du auch nicht. Oh ja? Okay, der ist... Jeder hier kennt dich doch als unerfahrener Dummkopf. Zu schade, dass dich niemand kennt. Okay, überhaupt niemand kennt. Egal. Ich werde mich jetzt auch nicht mal verbessern. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Einfach nur, weil... Klingt doof. Ich lese es einfach so vor, wie ich es sehe. Oh ja? Niemand wird mich verlieren sehen. Du auch nicht. Die Antwort habe ich nicht. Ich habe verloren. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Okay, nächster. Das war blutsüchtiger.
Mein Name ist Gabriel Schubert, du bist des Todes. Oh Gott, Leute, wir haben schon wieder 3 Uhr morgens. Ich müsste gleich mal pennen gehen. Ich hab schon nicht wirklich pennen gehen. Ich hatte meinen Hund, der war klüger als du. Ich schaudere, ich schaudere. Niemand wird mich verlieren sehen, du auch nicht. Oh ja? Oh Gott, der ist wirklich doof. Gib mir eine Antwort. Ich will antworten. Trägst du immer noch Windeln? Ich bin besser als du. Ja, deswegen hast du jetzt auch verloren. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Okay. Bleib mal stehen. Stinknapier, passt. Geh mich aus dem Weg oder ich schneid dich dir durch. Mein Name ist Gabriel Schubert. Du bist des Todes. Ja, die habe ich noch nicht, die Antwort. Ich hatte meinen Hund, der war klüger als du. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. Geile Antwort. Du hast die Manieren eines Bettlers. Mal wieder eine Nase gebohrt, wie? Mein Name, Gesicht stammt von einem harten Kampf. Ja, du bist dämlich. Ich habe die Antwort dir doch gerade in die... Oh, nee. Aha, mal wieder in der Nase gebohrt, wie? Gott, ich habe die Antwort doch gerade vorgelesen gehabt. Genau. Erstmal die. Niemand wird mich verlieren sehen, du auch nicht. Du kannst so schnell laufen. Oh, verloren. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Yay! Also jeder, der das Spiel ein bisschen besser kennt, der dreiköpfige Affe taucht öfters vor. Auf. Und kommt ein bisschen Zeit schinden. Ich habe mal gemerkt, wie ähnlich die all diese Straßen sind. Jetzt, wo du es sagst. Aber vielleicht sind wir beide nur übermüdet. Jo, ich bin übermüdet, Leute. Mein Name ist Gabriel Stübert, du bist des Todes. Hatte ich die Antwort schon? Ich weiß nicht. Ich hatte meinen Hund, der war klüger als du. Ich schaudere, ich schaudere. Auf jeden Fall, der dreiköpfige Affe, der kommt sau oft vor. Und ich werde auch gucken, dass ich den mal kurz erscheinen lasse, auch wenn es ein bisschen Zeit kostet. Aber das ist so cool. Trägst du immer noch Windeln? Ich schaudere, ich schaudere. Kann der auch was anderes? Gott, geh nicht mal auf den Sack, die nichts drauf haben. Ich will auch nur die Antworten haben. Du hast die Manieren eines Bettlers. Ich schaudere, ich schaudere. Ja, nie ist klar. Ich gebe auf, du hast hier gewonnen. Okay, das war pissig. Ich muss aber hässlicher Pirat. Den Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Mein Name ist Gabriel Schubert, du bist des Todes. Gott, Leute, der Satz jetzt schon auf den Sack geht. Was brauche ich denn? Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. Oh, ich glaube, den hatte ich schon. Egal. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Gehirn. Aber wieder in der Nase gebohrt, wie? Klar, mit der Nase, mit dem Finger so bis ans Gehirn, dann ein bisschen rumkratzen, wird's intelligenter. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Ja, toll, die Antwort habe ich gerade eben von dir. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. Trägst du immer noch Windeln? Oh ja. Oh ja, ja, er trägt Windeln. Was brauche ich denn jetzt noch? Okay, du hast die Manieren eines Bettlers. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Okay, April, April. Oh, die Scherze in dem Spiel sind so geil. Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Ich werde auch nachher vielleicht noch ein schönes Video hochladen, aber das war es erstmal für heute. Alles klar, Leute, euer Black Seed. Ciao, ciao.